Ah, wisst ihr, was mega genial ist? Im September fahre ich für 2 Wochen Urlaub. Das ist dann das zweite Mal dieses Jahr und dann werde ich endlich mal ein Buch lesen und ich werde endlich mal was für einen Sport machen und ich werde mich endlich mal entspannen und da warte ich schon so lange drauf. Und diese zwei Wochen, die werden mich retten. Am Arsch werden die sich, die wird gar nichts retten. Wisst ihr auch warum? Weil es Quatsch ist. Wir können uns nicht in 14 Tagen komplett regenerieren. Wir brauchen erstmal ein paar Tage, bis wir überhaupt im Urlaub sind geistig. Weil wir es ja nicht raffen, dass wir im Urlaub sind, weil unser Geist noch voll im Betriebsmodus ist. Weil unser Gaspedal ist durchgedreht, das Bremspedal ist noch im Koffer. So. Deswegen, Urlaub ist gut, das soll man auch machen. Nur vergessen wir immer, dass wir jeden Tag Urlaub machen können. Ja, jetzt sehe ich gerade schon eine ganz große Augen und sage, der spinnt doch. Ich kann doch nicht jeden Tag Urlaub machen, um Himmels Willen. Freunde, natürlich geht das. Es geht ja nicht darum, dass ihr jeden Tag 5 Stunden in der Hängematte hängt. Und das geht es ja gar nicht. Es geht darum, so, das nenne ich Mini-Urlaubsinsel. Zum Beispiel digitalen Freiraum. Yes, kein Handy, kein WhatsApp, kein Fernseher, keine Reizüberflutung durch alle möglichen Social-Media-Plattformen. Das heißt nicht, dass ihr das Handy zum Fenster rausschmeißen sollt. Das heißt nicht, dass alles Teufelszeug ist. Das heißt nur, dass wir eine Homöostase brauchen zwischen An- und Entspannung, zwischen Reizen und zwischen Entreizen. Ja. Und dazu kann man sich sogenannte Mini-Urlaubsinsel jeden Tag nehmen, indem man sich jeden Tag selbst kleine Auszeiten gönnt, indem man 10 Minuten nichts tut, indem man 20 Minuten ein schönes Buch liest, auch vielleicht ein interessantes Buch liest, ein Buch, was dafür sorgt, dass mein Geist nur im Buch ist. Eine Übung, eine Atemübung, eine Meditationsübung, wo dafür sorgt, dass mein Geist nur im Hier und Jetzt ist. Eine Mini-Urlaubsinsel, in dem ich mich auf den Balkon setze, nein, keine Flasche Rotwein trinke, weil das ist Flucht vor der Realität, in den meisten Fällen, wenn es eine Flasche ist, sondern die Füße hochlege und einfach mal ins Leere schaue. Nichts tun. Nichts. Null. Das können wir heute gar nicht mehr. Das schaffen wir heute gar nicht mehr. Und wenn wir ganz viele Menschen fragen, dann stellen wir fest, das hätten die gerne. Wenn wir ganz viele Menschen fragen, dann sagen die, oh, ich habe keine innere Ruhe mehr, ich finde keine Ruhe mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Wenn ich nicht arbeite, komme ich mir völlig hilflos vor. Ich weiß nicht, was ich tun sollte. Ich brauche wieder Arbeit, um mich abzulenken. Warum? Weil ich sonst total durcheinander bin. Und nur die Arbeit lenkt mich überhaupt noch ab. Und dann, was ist es dann? Dann ist es irgendwann ein Workaholic. Das ist irgendwann eine Zwangshandlung. Und da wollen wir nicht hinkommen. Deswegen ist es gut, wenn man sich kleine Mini-Urlaubsinseln gönnt. Und diese kleinen Mini-Urlaubsinseln, die sind ganz einfach. Das können 5 Minuten sein, das können 10 Minuten sein, das können 2 Minuten sein, das können 20 Minuten sein. Und wenn ihr mal euren Tag nehmt und mal kontrolliert, was ihr alles tut am Tag und wie viele Dinge davon völliger Bullshit ist, gerade, ich muss es nochmal sagen, es betrifft mich auch, Freunde. Glaubt mir, ich bin kein Heiliger. Sondern dieses scheiß Social Media, ich sage scheiß und gleichzeitig ist es ja auch wichtig. Aber das raubt uns manchmal so viel Zeit, weil die Dinger so programmiert sind, dass sie uns fesseln. Dass sie uns fesseln. Will das machen, dann gucke ich das nach und das nach und gucke ich drauf, oh scheiß, 5 Minuten vorbei. Dann will ich was beantworten, mein Social Media, dann bin ich 8 Minuten drin, aber nach 30 Sekunden war meine Beantwortung schon gut. Dann bin ich bei YouTube, ah, das hört sich an, das, und dann bin ich wieder abgelenkt. Wenn man da mal reinguckt, da hat man ruckzuck 30 Minuten beieinander oder andere wieder, keine Ahnung, was die am ganzen Tag machen. Zeit, letztendlich Zeit in was investieren, was nicht wichtig ist. Und wenn man da einfach mal genau nachrechnet und da bin ich mir sicher, dass jeder mindestens auf 20 Minuten pro Tag kommt. Zum Beispiel, warum müssen wir jeden Tag 2 Stunden Fernsehen gucken? Für was? Um uns berieseln zu lassen mit Dingen, die sowieso in der Realität manchmal sogar vorkommen. Wenn man manche Sender anguckt, ist doch hirnverbrannt. Das ist doch nichts anderes wie irgendeine Scheinwelt vorgegaukelt. Natürlich ist ein spannender Film auch mal gut, aber doch nicht jeden Tag 2-3 Stunden. Da können wir doch eine halbe Stunde abzwacken davon. Und wenn wir dann diese halbe Stunde, diese 20 Minuten, was wir sicherlich jeden Tag haben, oder auch am Wochenende, mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde,
investieren in eine kleine Mini-Urlaubsinsel in Form von Achtsamkeit, in Form von Atemübungen, in Form von schöner Musik hören, in Form von ins Leere gucken oder in Form von 45 Minuten am Wochenende zweimal Sport zu betreiben, dann sind das sogenannte Mini-Urlaubsinseln. Und diese Mini-Urlaubsinseln, die sorgen dafür, dass wir uns regenerieren, dass wir unsere Akkus aufladen, dass unser Geist Ruhe hat, weil er nur noch Unitask ist, nur noch eine Sache macht. Und das tut gut, ihr Lieben. Das ist sehr, sehr gut. Und vor allem, wisst ihr, für was das sorgt? Das sorgt dafür, dass unsere Leistungsfähigkeit ganz lang erhalten bleibt. Dass wir selbst im hohen Alter noch leistungsfähig sind und dass wir unser Leben genießen können, dass wir den höchsten Lebensluxus haben, den es überhaupt gibt. Und das ist natürlich unsere Gesundheit. Ja, und jetzt noch was. Eine Mini-Urlaubsinsel kann auch ein gutes Essen sein, ein gesundes Essen vor allem. Wenn man sich Zeit nimmt zum Frühstück, wenn man früh genug aufsteht und damit man früh genug aufstehen kann und nicht müde ist, geht man abends frühzeitig im Bett, guckt nicht noch eine, zwei Stunden in den Glotze oder macht im Rechner irgendwas, was tatsächlich nicht für die Lebensqualität sorgt. So, und dann geht man her und investiert in diese Mini-Urlaubsinseln. Fangt mal an mit 3x5 Minuten pro Tag. Morgens, mittags, abends 5 Minuten meditieren, tief ein- und ausatmen, schöne Musik hören, ins Leere glotzen, ein Buch lesen, was auch immer. Und dann steigert es auf 2x5 und einmal 10 Minuten abends. Dann steigert es auf 10 Minuten morgens, 5 Minuten mittags und 15 Minuten abends. Das ist so handelbar, das kriegt man so hin. Und dann kann ich euch garantieren, euer Lebensluxus wird sich steigern und eure Leistungsfähigkeit geht nach oben. Eure Resilienz wird sich erhöhen. Ihr werdet viel besser fokussiert sein. Ihr werdet viele Arbeit mit viel höherer Qualität abliefern. Und ihr werdet dadurch eine viel höhere Lebensqualität dauerhaft erreichen und vor allem auch eine viel tiefere innere Zufriedenheit. Und das wollen wir doch alle. Viel Spaß dabei!